Hallo meine Freunde, herzlich willkommen wieder zum Euro Truck Simulator. Eine neue Spiel- und Aufnahmesession. Ja, wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe hier nicht offscreen weitergespielt. Ich habe zwar offscreen nochmal ein bisschen gespielt, aber mit einem anderen Account, weil ich das mal ausprobieren wollte wegen Online-Spielen. Mir wurde gesagt, wenn man irgendwie den Account einmal online hatte, kann man den nicht mehr ganz normal im Singleplayer spielen. Daher habe ich es mal probiert, bin da aber irgendwie noch nicht wirklich weitergekommen. Ist mir alles noch ein bisschen ein Rätsel, wie das da online funktioniert. Aber das soll uns nicht weiter interessieren. Wir gucken mal, wie es hier bei uns aussieht. Wir haben 10.000 auf dem Konto, das ist gut. Verdiene Geld mit einer. Genau. Moment, was ist denn eigentlich externe Aufträge? World of Trucks, Equipment, auch sagen diese. Nix. Okay, Frachtmarkt. Wir gucken nach Preis und Strecke wieder mal. Boah, hier kriegen wir 28. Geil. Für ein Boot transportieren. Das ist gutes Geld. Und wir müssen mit der Fähre fahren. Richtig geile Nummer, den nehmen wir an. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe halt wieder nicht geguckt, aber doch, wir müssten eigentlich da sein, wo wir auch jetzt starten. Ah ja, genau, ist hier um die Ecke die Firma. So, ich habe noch mal ein bisschen das Force Feedback auch rausgenommen. Das war doch sehr, sehr dolle. Und die Tastaturbelegung leicht umgeändert. Weil ich es beim anderen Profil hatte, musste ich es auch nochmal einstellen. Eieieiei. Schwer in der Bremse. So. Auf geht's. Alter, hier fährt ein Lambo rum. Auch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Hätte da reingemusst, verdammte Axt. Irgendwo muss ich hier. Na gut, wir fahren einmal im Kreis. Und wir sind auch deutlich zu schnell, auf jeden Fall. Und kein Auto? Gut, kümmern wir um. So, rote Ampel. Wir fahren auf jeden Fall nicht über rote Ampeln. Wir fahren auf unsere normale Geschwindigkeit. Weil es wird einfach sonst zu teuer auf Dauer. Was ich rausgefunden habe, online spielt das keine Rolle. Ich glaube, da wird, soweit ich weiß, nicht geblitzt. Du kannst zwar über rote Ampeln fahren, es gibt keine Strafen. Gibt wohl irgendwie nur auf einen der vier Server auf einem bestimmten Streckenbereich. Da stehen wohl Admins, habe ich mir sagen lassen. Die einen dann fett kontrollieren und abkassieren, beziehungsweise gegebenenfalls auch einen mal bannen. Aber das ist alles, was ich bis jetzt so gehört habe, nur. So. Ne, ich habe doch schon einen Auftrag. Ich soll mir eigentlich das Boot da schnappen, ne? Das werde ich mir jetzt auch schnappen. Kann ich das jetzt einfach ankuppeln? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Anscheinend nicht. Nee. Muss ich doch nochmal hier. Was? Auftragsangebot anzusehen. Ja, das Boot möchte ich gerne fahren. Auftrag annehmen. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt dürfen wir das angucken. Thank you.
So. So, wie lange fahren wir? 10 Stunden für 345 Kilometer. Na gut, okay, weil wir mit der Fähre fahren müssen. Force Feedback ist aber trotz alledem immer noch ganz schön heftig eingestellt. So, Hauptsache, das Boot kommt heile an. Das ist wichtig. Ja, kommt denn jetzt Desktop Audio? Keine Ahnung. Mein OBS macht schon wieder Sachen. Ich sehe gerade ein zweites Desktop Audio. Ich dachte eben schon, ich nehme kein Spielsound auf. Weil ich aber dennoch mal kurz gleich was kontrollieren muss. Wir müssen auch schon bald pennen gehen. Wir sollten also auf jeden Fall. Wie viel Zeit haben wir noch bis zum Schlafen gehen? Verdammt, wo steht denn das? Nächste Pause, 4 Stunden. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Ich habe für irgendwas eine Strafe gezahlt. Bin ich mal eine rote Ampel gefahren? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal, geben wir Gas. Wir haben jetzt noch knapp 4 Stunden. Wir sollten also auf jeden Fall den nächsten Rastplatz, den wir finden, ansteuern. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, vielleicht schaffen wir es. Das Ding, ich weiß nicht, ob wir Fähre fahren oder ob wir durch einen Tunnel oder eine Brücke fahren. Wenn es natürlich jetzt eine Fähre wird, wäre mega cool, weil dann können wir vielleicht auf der Fähre schlafen. Ja, auf jeden Fall richtig nice. Das ist falsch. Ja, rundum Leuchte funktioniert. Ja, dann lass mich mal schnell überholen hier. Wenn der nicht will, überholen wir einfach mal. So. Schon wieder viel zu schnell. Ja, wir fahren mit der Fähre anscheinend. Da ist ein Ankerplatz. Nach England. Und dann checke ich auch gleich nochmal eben mein OBS ab. Einmal ganz kurz mit einer Unterbrechung. Wobei ich die aber mal dann rausschneiden werde. So, hier müssen wir links. Alter, wie geil ist das mit der Fähre fahren? Um mögliche Fahrziele mit der Fähre anzuzeigen. Bitte wähle die Verbindung Harwich Hull. Moment. Ich nutze trotzdem mal schnell die Gelegenheit hier, um nach meinem OBS zu gucken. Audio. So. Okay, jetzt passt das wieder. Also, ich sollte die ganze Zeit da gewesen sein. Und der Sound ist auch da perfekt. Jetzt müssen wir noch einmal eben gucken, unseren Auftrags. Flexible Stone.
Okay. Da wollen wir hin. Und das wäre die Fahrt. Okay. 8 Stunden, 960 kostet das. Los geht's. Dödöd. Haha, wie geil. Ach, schade, dass man es nicht sieht, anscheinend. Nee, sind wir einfach mal angekommen. So. Weiter geht's. Pause ist gemacht. Perfekt. Hätte ja gar nicht besser laufen können. Die haben wir uns schon mal gespart. Wie viel haben wir noch vor uns? Noch 103 Kilometer ist eine Stunde. Saubere Sache auf jeden Fall. Ist ein relativ schneller Auftrag, würde ich mal so sagen. Ja. Wir haben ein Problem. Wir sind in England und haben Rechtsverkehr. Alles klar. Gar kein Problem. Das regel ich. Linksverkehr vor allem. So, haben wir geklärt, Leute. Entschuldigung, wollte ich nicht. Da muss ich mich jetzt dann gewöhnen. Eieiei. Gut, dass die Bullen das nicht gesehen haben. Das hätte bestimmt wieder ein dickes Ticket gegeben. Also ich merke, ich darf schon mal nicht privat nach England fahren oder so. So aus Gewohnheit direkt als Geisterfahrer unterwegs. Da hätte ich ja so gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Vor allem kann man hier kaum gucken. Aber so lassen sich die Kurven relativ gut nehmen. Wir schauen mal, wie ich mit dem 48 darf man hier fahren. Na, das ist aber hässlich. Ja, wir gucken mal, wie ich mit dem Linksverkehr klarkomme. Ja, eigentlich ist es ja nur beim Abbiegen und sowas anderes. Das normale Fahren geht ja noch. Oh, jetzt verkehrt rum im Kreisverkehr. Ja, das ist ja auch mega geil. Die wollen abbiegen, okay. Ich will hier rein. Ob das so korrekt war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss aber. Boah, es fühlt sich echt. Das fühlt sich merkwürdig an, hier auf der Seite zu fahren. Wir sind deutlich zu schnell unterwegs. Ah, und die Schilder stehen auch noch in Meilen. Alles klar. 50 Meilen sind also 80. Zumindest dürfen LKWs hier 80 km/h fahren. Machen wir gerne. Ja gut, ist für uns immer noch das Tempolimit. Aufpassen, dass wir nicht mit dem Schiff umkippen, wie mit dem Einauflieger das letzte Mal. So, ist das Autobahn? Ja, ist eine Autobahn. Heißt A120, heißen die nicht irgendwie alle M1, M2, M3 und so weiter? Für Motorway? Weil die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, bin ich hier richtig auf der Seite oder müsste ich auf der linken Seite fahren? Fahr mal lieber auf der linken Seite. Ich habe keine Ahnung. Hier ist alles verkehrt rum. Ich fahre lieber hier. Immer beim Standstreifen. Ich bin es gewohnt so. Na gut, jetzt hätte ich auch da bleiben können. Lassen wir mal ordentlich rollen hier. Mit dem Spritsparend fahren, das muss ich auch noch perfektionieren. Ist hier im Spiel halt nicht so geil umzusetzen. Also bis jetzt noch nicht. Man muss sich halt dieses Distanzmäßige und Geschwindigkeitsmäßige hier so ein bisschen noch anpassen.
So, aber auf geht's. Wir können weiter brettern. Wir haben noch 55 Kilometer.